Ei, wir sind wieder auf unserem Schiff im Weltall. Tja, wir sind Rebellen. Wir als Rebellen werden ja als Kriminelle angesehen. Und Kriminelle damals auf Schiffen waren normalerweise Piraten oder Schmuggler. Aber da können wir jetzt arg weitermachen. Hahaha, finde noch der Papagei. Naja, wir haben ja nur eine Mission noch hier, also klicken wir mal drauf. Periwag. Scheint, als hätte deine Königin der Klingen rausbekommen, wie uns dafür bezahlt, die ganzen Artefakte einzusammeln. Der Obermotz von Möbius, Dr. Narut, meint, die Zerg greifen das Forschungszentrum auf Tyrador an. Er kann seine Leute nicht evakuieren, bis sie die gesamten Artefaktforschungsunterlagen in Sicherheit gebracht haben. Ja, Artefakte gegen Menschenleben. Ja, starten wir mal, damit noch alles gut läuft. Ach, Commander Rayner, den Sternen sei Dank, Sie sind gekommen. Vor einigen Gott Jahren hatten Sie einen glänzenden Ruf als Marshal. Und ich weiß, dass Sie Ihr Bestes geben werden, um uns zu helfen. Naja, Doktor, das ist schon eine ganze Weile her. Sieht aus, als hätten Sie da unten ein gewaltiges Zerg-Problem. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir sind bereit zur Evakuierung, aber keines der ausgesandten Teams, die die Datenzentren der Liga vernichten sollten, hat sich zurückgemeldet. Helfen Sie mir, die Datenzentren zu zerstören, bevor die Königin der Klingen sie findet und an die Koordinaten der verbleibenden Artefakte gelangt. Das Schicksal des gesamten Sektors könnte davon abhängen. Aha, deswegen. Klasse 12 C musste entdeckt. Äußerste Vorsicht geboten. Kerrigan. Okay, Doktor. Wir haben weniger Zeit als gedacht. Wir müssen los. Seht ihr, so wie Kerrigan möchte ich auch immer erscheinen. Ich lasse mich von so einem riesigen, schleimigen Fleischbeutel bis zur Schule runterschmeißen, werfen, bla bla bla, wie das halt gemacht wird. Und dann trete ich majestätisch hervor und sage, tada! Als hätte man dann nichts Besseres zu sagen als tada, aber so etwas. Dann wäre... Sieht das wahrscheinlich dann so aus wie, tada, du kommst gerade von oben runtergeschossen in einer riesigen Fleischpackung, was das hier sein soll, und du hast nichts anderes zu sagen als, tada, ja. Vielleicht tut man auch noch was Gutes und zerquetscht drei Lehrer. Das war natürlich nur ein Scherz, haha. Ladebalken wollte ich doch eigentlich überspringen. Okay, dann lese ich erstmal alles vor, was da steht, und dann mache ich das, weil ich eh die Befürchtung habe, dass es jetzt fertig ist. Ja. Derzeitige Mission, der Möbius-Faktor. Ein Angriff von einer höher gelegenen Position verhindert, dass die gegnerischen Streitkräfte zurückfallen können, bis sie ihre angreifenden Truppen sehen können. Ein Tipp! Was uns dieser Tipp doch alles einbringen wird, sehen wir nach dem Ladebalken. Ja, zu langsam. Ach. So. Jetzt hängen wir hier. Oh. Ah, jetzt haben wir ja Tischreaktor. Boah, was ist jetzt los? Berechne ihre ungefähre Ankunftszeit am nächsten Datenzentrum. Kerrigan. Du kannst es einfach nicht gut sein lassen, oder Jim? Nein. Es war dumm von dir, hierher zu kommen. Ich hab nicht vor, lange zu bleiben, meine Liebe. Aber ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass du die Artefakte in die Hände kriegst. Nein, ich wollte den hier eigentlich. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über unsere Ex-Commander, Sie können sie für den Transport Ihrer Männer benutzen und um den Zerg bestmöglich aus dem Weg zu gehen. Es kann losgehen. Boah, 4 Marines sogar. Rustig ging's nimmer, ne? Wir sind gerettet.
Okay. Das ist schon mal netter. So, ich kenne mich mit Medivac so gar nicht aus, ne? Hier drüben! Auf dem Dach! Erweiterung fertiggestellt. Und was jetzt? Was gibt's denn? Dann fliegen wir mal dahin. Das ist doch mal nett. Raiders, Raiders! Holt uns hier raus! Worauf soll ich ballern, Sir? Können wir sie aufsammeln? So, wir können das aber schon mal zerstören. Deswegen erstmal Warpix raus. Ja, ist ja gut. Dann bauen wir drei hiervon. Stimpex ist auf T. Einer weniger. Weiter so, Jungs. Natürlich. Die Möbius-Datenkerne. Du wirst den restlichen niemals erreichen. Ach ja. Ach, verdammt. Zumindest weiß ich nicht, wo die anderen Zentren sind. Los, schnell weiter zum nächsten. Wie es aussieht. Ja, da habe ich mir fast gedacht. BBF bereit. Dies durchsucht es gründlich. Wie es aussieht. Ein Brutalisk. Statman wollte, dass wir ihm so ein Ding zu Forschungszwecken mitbringen. Sieht aus, als könnten wir ihm den Wunsch erfüllen. Übertreibt. Wo ist der Notfall? Sir, Sie unternehmen besser etwas gegen diesen Nydus-Wurm, bevor unsere Basis überrannt wird. Los, zerstört sie alle. Ba-bam! Kann man hier runter? Oh, wie geil! Hey! Hier drüben! Ach du Kacke! Bereit machen, Jungs! Dann retten wir ein paar Leben! Hier ist Endstation. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ich habe fast keine Munition mehr. Kapiert! Schön, dass wir vorbeischauen. Dann bauen wir ein paar Marodeure. Und Marines. Was gibt's denn? Genau. Tut hier was. Wir sind aber. Der kann ich nicht bauen. Come on, baby. Perfekt. Ein paar Leben. So, schicken wir die mal hier. Perfekt. Der braucht Platz. Alter, flieg mal nach da. Was gibt's denn? Mineralienfeld erschöpft. Tja, aber du bist dann noch nicht so aus dem Schneider. Boah, das ist doch die perfekte Verteidigungsanlage. Ich hab keine Ahnung vom Terraner.
jedenfalls nicht sehr viel. Einsteigen oder aussteigen? Aus dem Mittelding. So, nutzen wir hier die Warpex mal. Worauf soll ich ballern? Zum Mitnehmen oder? Warte, gucken wir erstmal. Hier, kommt mit. Abmarschbereit. Sicher. Was gibt's denn? Und ob wir jetzt auch mehr Platz haben. Wusste ich's doch. Los, kill es.